Vergangenes Wochenende. Oliver Hain in der zweiten Halbzeit sieht er irgendwann die rote Karte. Spätestens seitdem ist Sven Kopp einer der wichtigsten Männer im Team des SSV Jahn Regensburg geworden. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Jahn Arena in dieser Woche. Und natürlich auch herzlich willkommen an unseren heutigen Gast, an Sven Kopp. Sven, grüß dich. Hallo. Sven, ja, wir haben es jetzt in der Einleitung ein bisschen gehört, das Verteidigerproblem des SSV Jahn Regensburg. Wir reden zwar schon viele Wochen drüber, aber es spitzt sich immer mehr zu. Olli Hain fällt jetzt auch noch aus wegen dieser roten Karte. Über Palionis oder Bas, dass die lange ausfallen, brauchen wir gar nicht mehr zu reden. Ganz ehrlich, jetzt ist ja da ja nicht dein erster Verein. Hast du sowas schon mal irgendwann in deiner Laufbahn erlebt? Nein, das habe ich nicht erlebt. Vor allem letzte Saison war es ja auch schon schlimm mit den Verletzten hier. Aber was jetzt zurzeit los ist, ist Wahnsinn. Das habe ich nicht erlebt. Vor allem vor der Aufstiegself oder vom Relegationself gegen Wolfsburg. Die Abwehr ist eigentlich komplett weg, bis auf Alex. Der ist noch da. Und ja gut, Olli Hain ist noch nicht verletzt, aber rote Karte, fällt auch zwei Spiele jetzt. Aber ich denke, wir haben es in den vergangenen Spielen gut kompensiert, haben es gut gemacht. Aber sowas ist schon krass, ja. Ja, aber woher kommt denn das? Hat das irgendeinen Grund? Oder das gibt es ja nicht. Ja, man kann immer irgendwie jetzt über Gründe, kann irgendwelche Gründe suchen, aber es hat passiert, ist unglücklich, aber da müssen wir jetzt weitermachen, müssen schauen, dass wir es gut kompensieren und zurzeit klappt es ganz gut, ja. Absolut. Was natürlich auch der Fall ist, ich habe ein paar Mal gelesen, du wärst ja auch ein gelernter Verteidiger und es wäre ja gar kein Problem, wenn du diese Position spielen würdest. Das ist aber gar nicht so. Du warst einmal Stürmer, erzähl mal. Ja, ich habe damals eigentlich offensiver gespielt, Stürmer teilweise, ja. Und bin dann auch wie so bei vielen Spielern immer weiter nach hinten gerutscht. Habe dann lange Zeit als Sechser agiert, auch hier in Regensburg am Anfang dann. Aber ich bin jetzt doch schon eine Weile als Innenverteidiger geplant, auch im Training immer wieder hinten gespielt als Innenverteidiger. Und daher kenne ich ja die ganzen Abläufe her. Und ja. Okay, wenn man jetzt ins Stadion einläuft, du bist ja auch aus der Region, also aus Weiden, ist ja nicht weit weg hier von Regensburg natürlich. Und man weiß um dieses Innenverteidigerproblem. Man weiß auch, 10.000 Fans schauen jetzt auch auf mich. Kannst du da die Gefühlslage mal beschreiben, wenn man auf einmal zu so einem wichtigen Spieler wird? Ja klar, war ich am Anfang, vor allem von meinem ersten Spiel gegen Halle dann, wo ich von Anfang an gespielt habe, aufgeregter und ein bisschen nervöser, aber die Spieler und auch vor allem der Trainer, dem muss Vertrauen geben und haben mir dann und den Spieler, die Spieler selber wirklich super geholfen und die haben mir einfach das Spiel dann richtig leicht gemacht und so soll es auch sein, ja. Okay, so ein Themenwechsel, jetzt sitzt du hier bei uns, aber wie groß bist du eigentlich, wenn du stehst so? 1,96, 1,98, immer sowas. Ja. 1,98 hast du uns gestern verraten. Ja. Wir schauen mal rein. Wir waren nämlich mit Sven Kopp beim Basketballspielen. Schauen Sie mal. Sven Kopp, 21 Jahre alt, Körpergröße 1,98 Meter. Eigentlich Idealmaße für einen Basketballer. Aber irgendwie hat er den Ball doch lieber an den Füßen statt in der Hand. Aber auch beim Fußball erweist sich die Größe als durchaus nützlich. Die Größe, die nützt mir schon viel, vor allem bei den Kopfballduellen und auch bei den Zweikämpfen. Ist auf jeden Fall nützlich hinten, ja, als Innenverteidiger. Angefangen als gelernter Stürmer ging es für Sven Kopp im Lauf der Karriere immer weiter in die Defensive. Jetzt also als Innenverteidiger und als solcher beim Jahn im Moment gefragter denn je. Und da zeigt sich dann doch die gesammelte Erfahrung, denn von Nervosität oder erhöhtem Druck kann hier keine Rede sein. Ja, die Mechanismen und alles, das habe ich alles schon gelernt oder ich weiß, wie es geht. Von daher spüre ich das nicht irgendwie einen anderen Druck oder einen gewissen Druck, sondern ich spiele einfach ganz normal das, was ich kann. Die Verletzungsmiserie beim Jahn. Ein großes Problem für die ganze Mannschaft. Aber es gibt doch das Glück im Unglück für Sven Kopp. Denn für ihn hat sich so eine neue Tür geöffnet. Ja, zurzeit schaut es ja ganz gut aus. Na, klar ist das Glück gelaufen für uns alle, für die ganze Mannschaft, dass ich so viel verletzt habe, jetzt, vor allem in der Innenverteidigerposition. Aber ich will mich jetzt durchsetzen. Ich will dazugehen zu der Startelf. Blöd gelaufen. Dieser Dialekt lässt schon auf die Wurzeln von Sven Kopp schließen. Geboren in der Nähe von Weiden hat es ihn bis heute in der Oberpfalz gehalten. Und die Bindung zur Heimat ist auch nach 2 Jahren in Regensburg noch stark. Wenn wir jetzt ein bisschen länger frei haben oder 2 Tage frei haben, bin ich schon öfter in Weiden bei mir zu Hause. Aber ich würde schon sagen, dass ich eigentlich schon heimatverbunden bin, auch familiär. Privat ist Sven Kopp also fest verankert, doch sportlich war es nach dem starken Saisonstart des Jahres zuletzt mit 3 Niederlagen am Stück etwas wackelig.
aber alles kein Grund zur Aufregung. Ja, die Woche war es nicht die beste Woche für uns. Es blöd gelaufen mit dem Pokal aus in Eigelsbach, ja. Und davor, wir haben zwar ein super Spiel gemacht gegen Hertha, aber sind trotzdem ausgeschieden dann im Pokal. Und jetzt noch gegen allen die, ich sag mal, unnötige Niederlage. Für uns ist noch alles okay, wir sind Aufsteiger, haben 10 Punkte und jetzt müssen wir dann in Lotte dann nachlegen und dann ist wieder alles okay. Also noch alles im Lot beim SSV Jahn und nach der Länderspielpause setzt der Jahn mit Sven Kopp zum nächsten Dreier an. Paul Kirby waren es ja dann doch, Sven. Ganz ehrlich, wie lange habt ihr ihn gedreht? Also ich denke, das war ziemlich gut. Also hat doch nicht so lange gedauert, als ich gedacht habe. Hab mehr getroffen, als ich eigentlich geplant habe, aber ja, ist gut gelaufen gestern. Jetzt hat der Jahn ja auch einen Trainer mit Heiko Herrlich, der hat mal die Champions League gewonnen, ist zwar Stürmer gewesen, aber trotzdem. Inwieweit war es auch wichtig, dass er den Druck von dir genommen hat, wenn du in eine Arena einläufst, wo viele Fans auf dich schauen? Ja, ich finde es schon wichtig, dass Trainer einem Spieler das Vertrauen gibt, auch dass er mit dem Spieler redet, so wie er gemacht hat. Das war wichtig für mich, ja. Und ja, von dem Trainer kann man viel lernen, weil er schon viel erreicht hat selber. Und ja, im Großen und Ganzen ist er ein guter Trainer, ja. Schauen wir mal, Rostock, Groß-Aspach, Halle. Das war ein wahnsinnig guter Saisonstart. Es waren 10 Punkte, nur ein Spiel habt ihr nicht gewinnen können. Jetzt haben manche im Umfeld natürlich auch von mehr geträumt. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, jetzt ihr vielleicht auch irgendwie Tabellenführer wart oder war das für euch immer klar, es wird nach wie vor gegen den Abstieg gehen? Ja, wir wissen ganz genau, wir sind Aufsteiger. Wir müssen unsere 45 Punkte holen, die reichen sollten gegen den Abstieg. Und dann kann man schauen, wie weit es reicht oder wie viele Punkte noch drin sind. Aber unser erstes Ziel ist natürlich der Klassenerhalt, die 45 Punkte holen. Und dann können wir immer noch weiter schauen, aber das ist unser erstes Ziel jetzt erstmal. Ja. Die Hauptstädte waren da, nämlich Hertha BSC Berlin in dieser denkwürdigen DFB-Pokalpartie. Jetzt haben sie auch in der Bundesliga den ersten Sieg gegen Freiburg geschafft. Jetzt muss man sagen, dass es ein wahnsinnig gutes Spiel von euch war. Gegen Aalen. Aalen war nicht besser dann jetzt in der dritten Liga. Vorher noch das peinliche Ausscheiden in Eigelsbach. Dieses Aalen-Spiel, wenn man das nochmal hernimmt, war das vielleicht die cleverere Mannschaft oder wie würdest du das beschreiben? Weil besser waren sie nicht, meines Erachtens. Nein, ich denke, das kann man schon so sagen, dass sie die cleverere Mannschaft waren. Wir haben jetzt auch nicht viel zugelassen. Die hatten vielleicht 3 Torschüsse. Und wir hätten auch 2-3 Tore machen müssen eigentlich. Und ja, wir haben uns viele Chancen auch herausgespielt, haben hinten nicht viel zugelassen, sind eigentlich schon relativ gut gestanden. Und ja, kann man schon sagen, dass das die clevere Mannschaft war eigentlich, ja. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen? Geht es in eine andere Richtung? Nee, das müssen wir nicht. Das ist alles nur gut. Wir haben 10 Punkte jetzt nach 5 Spielen als Aufsteiger. Ist, denke ich, ganz okay. Natürlich ist die Woche jetzt war wegen unglücklich, aber ist noch alles okay. Schauen wir mal, ob sich die Fans des SSV Jahn Regensburg Sorgen machen. Auch unsere Frage der Woche zielt in diese Richtung. Die Frage der Woche in der Jahn Arena. Dieses Mal wollten wir wissen, kann der SSV Jahn die 3 Niederlagen in Folge einfach verarbeiten oder geht es jetzt in die andere Richtung? Das waren die Antworten. Ich glaube eher, es geht jetzt in Richtung Abstiegskampf. Die 4 guten Spiele waren die Aufstiegseuphorie. Wichtig sind die Spiele gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Unser Trumpf ist aber ganz klar Heiko Herrlich. Das meint Nicolas Späth. Es ist wichtig, dass man trotz der Niederlagen das Positive von den Spielen mitnimmt und mit diesem Wissen nach der Pause wieder voll angreift, um den Bock wieder umzustoßen. Das sagt Alexandra Kerscher. Glaub nicht, dass es in die andere Richtung geht. Jetzt ist das Feingefühl des Trainers gefragt, aber ist ja eh erst Länderspielpause. Das sagt Sandra Maixi. Und die entscheidenden 10% wieder drauflegen und dann passt wieder alles. Bin überzeugt, dass wir am Schluss im gesicherten Mittelfeld landen werden. Julius Jurkiewicz. Die Frage der Woche in der Jahn Arena. Diskutieren Sie mit unter facebook.com/tvaktuell. User Julius meint, es haben 10% gegen Aalen gefehlt. War das so? Das würde ich nicht behaupten. Na, klar war es eine Bombenhitze, aber die gegnerische Mannschaft hat gleiche Bedingungen wie wir auch. Die müssen auch damit klarkommen. Aber dass es 10% gefehlt hat, das würde ich jetzt nicht sagen. Es war, wie gerade schon gesagt, vielleicht die clevere Mannschaft, dass sie dann gewonnen haben. Wir haben uns gute Chancen herausgespielt, haben hinten eigentlich wenig zugelassen. Aber war ein unglückliches Spiel, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ist noch alles gut und es geht weiter.
Alexandra sagt, das haben wir auch gesehen in der Frage der Woche, das Positive aus der Niederlage mitnehmen, das ist jetzt das Wichtigste. Dann frage ich dich mal, was war denn das Positive? Ja, ich denke, dass wir da drauf schauen sollten, wie ich schon gesagt habe. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt und haben hinten eigentlich wenig zugelassen. Das, wo uns eigentlich auch schon ausgemacht hat, die letzten Spiele. Und das sollten wir einfach mitnehmen jetzt in die nächsten Spiele und dann punkten wir wieder. Die nächsten Spiele, die dauern ja noch, weil jetzt ist erstmal Länderspielpause am nächsten Wochenende. Dann geht's nach Lotte, das ist ein Aufsteiger. So schlecht sind die auch nicht gestartet. Was erwartest du dir für ein Spiel gegen Lotte? Es wird auf jeden Fall wieder ein schwieriges Spiel. Wir müssen wieder alles raushauen wie in jedem Spiel, das wissen wir. Wir müssen über 100% geben, müssen uns reinhauen wie immer. Und dann wollen wir natürlich da wieder Punkte mitnehmen. Ja. Reinhauen wie immer und wir wollen Punkte mitnehmen. Das ist das letzte Statement von Sven Kopp diese Woche in der Jahn Arena. Danke Sven Kopp für den Besuch. Was heißt für den Besuch? Wir sind ja zu Besuch hier im Fanshop des SSV Jahn Regensburg. Und nächste Woche am Donnerstag, dann gibt es auch eine Jahn Arena wieder mit meiner Kollegin Evi Reiter. Bis dahin, machen Sie es gut.